So, zweiter Part. Okay, also. Die Kaserne kam im Kavalleriemarkt. Rodung. Großer Tempel kann weg. Schützenplatz bleibt. Hinrichtungsstätte. Wir sind keine Barbaren, wir brauchen keine Hinrichtungsstätte. Aber die Straßen bleiben. Dafür kommt da ein christlicher Schrein hin. Fortbildung. Reparatur. Niedriger Steuersatz. So, dann lasse ich die jetzt erstmal so. Zusätzlich rekrutiere ich dann nochmal ein paar. Da kann man hier mal. So. Und da vertreibe ich hier mal die restlichen Armeen. So, der kann dann direkt. Ah, das ist schon die Hauptstadt. Na, dann wollen wir doch da mal direkt hin. Schicken wir gleich den Agenten auch mit hin. Ja, Meister. Beobachte und warte. Suche nach Hinweisen. Oh, ein paar Bauern. Wow. Suche nach Hinweisen. Wir können nicht weiter, Herr. Gut. Dann, will der da rein? Ja, der will da rein. Na gut, dann muss ich jetzt mal auf monatliche Spiele gehen. Damit ich auch, ja, jetzt niemand durchdreht. Denn so in der Aufbauphase kann ich das jetzt gerade überhaupt nicht ab. Das kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Gut, dann expandieren wir hier also erstmal einfach nur weiter in den Osten. Ach, die werden ja hier belagert. Stimmt ja. Dann komme ich mal ein bisschen mit Verstärkung. Aber nee. Das reicht vollkommen. Ich brauche das Geld. Es befindet sich ja eh noch eine Garnison deiner Stadt. Von daher ist das so schon okay. Und gleich mal die Aggressoren zurückdrängen. Damit sich den Grenzen gar nicht noch weiter ausbreiten. So. Lob sei den Göttern, die Verstärkungen sind hier. Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Speerwerfer, Bauern, Steinschleuderer. Also das Beschissenste der Beschissensten. Ja, wollen wir mal ein bisschen hier die Armee der Sassaniden auf unsere Verbündeten umlenken. So, dann schaut euch mal jetzt nochmal die wahre Pracht der römischen Legion an.
Also ich meine jetzt nicht nur euch, ich habe jetzt so im übertragenen Sinne aus dem Spiel gesprochen, in der Hinsicht darauf, dass die Feinde darauf achten sollen. Aber ihr könnt natürlich auch darauf achten. So, wir werden dann hier von der Flanke kommen. Während sich die beiden Armeen im Hauptkampf messen werden. Na gut, hier habe ich jetzt auch nur Bauern. Bauern und Bogenschützen habe ich eigentlich hier nur, ne? Ja. Also auch nicht das Wahre von Waren. Aber immerhin etwas. Ja, gehen wir gleich mal ein Stückchen nach vorne. Okay, die haben sich jetzt also formiert. Ich will mal formatiert sagen. Formiert. So, was haben wir denn hier? Kommen schon die ersten Bauern? Nein, die ziehen sich wieder zurück. Schöne Formation. Ganz schön. So, wir rücken jetzt parallel zur Hauptstreitmacht auch mit vor. Müssen nur zusehen, dass wir an die Seite des Gegners kommen. Dann schön einen Flankenangriff zu starten. Gut, der Wald bietet ein bisschen Deckung. Oh nein, Sperrträger. Auf die wollen wir nicht. Gerade auf die wollen wir nicht. So, die Hauptschlacht beginnt. Gehen wir gleich auf den gegnerischen General. Na, lasst mich! Huh. Ganz knapp den Bauern entkommen. Und zack. Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. So, Männer wissen, gleich die Fankämpfer hier noch mitnehmen. Alle Heiden, die jetzt wieder fliehen, gleich mitnehmen. Alles auslöschen. Keine Sassaniden dürfen hier mehr rumlaufen. Ja, die schießt drauf da. So, jetzt die fliehenden Bauern hier. Das sind aber nicht die fliehenden Bauern.
So, die verfolgen meine Bauern. Kann ich es denn kommen lassen? Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Entschuldigung. Na los, rauf da. Nein, tötet sie doch. Ah ja, immerhin noch ein paar weggeholt. Verlangt von Feldherren Siege. Und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Naja, zwar nicht alle gekriegt, aber immerhin den Angriff zurückgeschlagen. Gut, 29 sind übrig geblieben. Oh mein Gott. Mein Gott, mein Gott. Dann ist das jetzt mal so. Mit den 29 können die aber auch nichts anrichten. So. Dann wollen wir mal die Runde beenden. Unten bricht. Der Tod geht um. Und in Hadrasen Aufstand. Will ich denn hin? Da will ich hin. Alexandria geht der Tod um. Aha. Ja. Na, warte ich erstmal. Gut, kann ich jetzt erstmal nichts gegen tun. Stadt wächst. Salamis. War das des Brunkonsuls? Oh, niedriger Steuersatz. Ereignisse einer Seite. Abgehaltene Spiele in Jerusalem, Yippie. Baubericht. Konstantinopel, Legionskaserne. Das sieht ganz schlecht aus jetzt mit dem Geld. Das sieht ja ganz beschissen aus. Oh, Schützenplatz. Fortbildung. Alexandria. Ja. Kavalleriestelle. Oh, fuck. Stelle. Schon ist mein ganzes Geld futsch. Yippie. So, in Hadras ist auch noch Aufstandsstimmung.
Ja. Der andere Glaube sorgt noch für die Unruhen. Aber den werden wir austreiben. Sobald der dann weg ist, ist alles gut. So, konnte ich mir den Hain nochmal genau angucken? Heide. Ah. Kann man das irgendwie ändern, dass er auch Christ wird? Deswegen gibt es nämlich auch diese Unruhe hier. Der unterscheidet sich da nämlich von. Der ist nämlich selbst kein Christ. Wie viel macht das denn? 10%. Okay, das können wir sehen. Ach, der Anführer und der Statthalter. Ja, gut. Ja gut, das legt sich gleich vielleicht, hoffentlich irgendwie. Ja, Meister. Pioniere. So, was bist du? Du bist der Anführer? Eine königliche Straße. Oho. Und du bist also der Anführer und hast dann... Gewürzstraße. Der Chan? Warum? Ja. Greif den Feind an. Ah, die wagen es eh nicht, mich anzugreifen. So, ihr Blödmänner. Ich will immer noch Karteninformationen. Und dafür kommt ihr ja auf welche. Warum denn nicht? Okay, pass auf, ich gebe Karteninformationen und dafür bekommt ihr... Im Film seid ihr nochmal im Krieg? Warte, muss ich nochmal kurz gucken. Mit dem guten seit dem Krieg. Und da begreife ich eure Rebellen an. Werden sie zwar auch nicht zustimmen, aber Versuch macht klug. So, dafür greife ich die an. Ist das okay? Ist nicht okay, okay, dann nicht. Jawohl. Gut, dann... Ja, ist jetzt hier ein Aufstand, kann ich jetzt nicht ändern. Ist ja gerade wieder ein Hund durch mein Land gewatschelt. So, der Tod geht immer noch um... Der rafft ja die ganze Bevölkerung dahin. Achso, waren wir auf 40.000. Na dann. So, 600. Die Straße hier kostet nur 400. Tarsus. Okay, noch ein Part vorbei. Aber ich will nicht so sein, heute mache ich mal 3. Bis gleich.